Gut, in dieser romantischen Station, Omikron heißt sie, suchen wir jetzt also nach einem Powersuit, um endlich in den Abyss, Nachtigall, ich hör dir trapsen, hinabzusteigen und die Ark zu holen. Gucken gleich mal, was es hier so gibt. Ich warte nur darauf, dass irgendwie des feuchten Funzlers Schwester oder sonst wer hier auftaucht. Wie geht's denn hier weiter? Da ist dicht. Was ist das denn? Eine Magnetic Dawner. No shit. Und? Nö. Was ist das hier? Klimaanlage. Peri Air. Nein, hieß anders hier. Hab aber vergessen. Igitt. Und hier so? Oh, das ist doch schon wieder aufhören. Irgendwas passt hier nicht. Gut, wir gehen einfach hier rein, in die High Security Area. Warum fühle ich mich denn dann nicht sicher? Ich krieg den Verdacht, dass das Wow langsam anfängt mit uns zu reden. Aha, das sieht ja auch romantisch aus hier. Nach so einer richtig schönen Wurzelbehandlung oder sowas. Globaler Lockdown lässt sich in der... Ja, stop the Wow. Also redet wohl nicht das Wow mit uns, sondern vielleicht die Ark? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich... Bist du das hier? Nee. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich es rausfinden möchte. Dive Room. Ne? Es ist schon wieder alles so charmant hier drin und so hell und ausgeleuchtet und überhaupt Medical Bay. Hallo? Ich weiß nicht, warum ich das tue. Nee, da geht nix. Wer wurde hier geröntgt? Will ich gar nicht wissen. Wahrscheinlich Simon Jarrett, der Digitalere. Das ist bestimmt Ketchup. Was ist das da? Oh, ein Kartenspiel. Nein, keine Ahnung. Hallo? Irgendwer hier? Ich hoffe nicht. Und wenn Sie hier sind, bitte nicht antworten. Electric Hazard. Davon halte ich mich fern. Ah, was war das denn? So. Oh Mann, ich rede hier die ganze Zeit, weil ich mich schon wieder hochgradig grusel. Ich spiele das bei Licht und auch ohne Kopfhörer, aber trotzdem, dieses Spiel... ich bin auch zart beseitet, aber... So, einmal... Ist das der Dive Room? Nee, das ist der gar nichts Room. Sieht schon wieder aus wie in einem russischen Unterseeboot hier. Das ist kein sehr vielversprechendes Geräusch. Na gut. Wir schauen mal, was es hier so gibt. Höre ich da wieder irgendwen? Schnaufen? Kräuchen? Funzeln? Nein? Wen haben wir denn hier? Das haben wir schon gelesen. Das ist das Handbuch für den Powersuit. Da liegt ein kaputtes Omnitool. Und wir haben hier Jasper bestätigt, dass die Powersuits getestet und fertig sind. Omicron-Scans in der Ark wurden von Catherine, hallo, bestätigt. Irgendwas ist hier nicht gut. Hallo? Ich höre hier schon wieder irgendwelches Rumgespacke, was ich zuletzt gehört habe, als der feuchte Funzler unterwegs war. Und ich garantiere, ich habe keinen Bock auf den feuchten Funzler. Oder irgendwen anderen aus dem Clan hier. So. Is this Omicron? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda? You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto.
From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a body. Entschuldigung. Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbar at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Mich erwähnt, dass der Raum stockfinster und... Oh, danke sehr. Super. Dann wollen wir noch mal sehen. Oh, das wird einfach, glaube ich. Sehr schön. Ja, und dann? Hallo? Das ist ja... ungemein aufregend. Geht hier irgendeiner dieser Knöpfe? Nee. Also, hier muss doch noch ein Powersuit drin sein. Da ist er doch. Also, wie gesagt, diese ganzen mechanischen Applikationen sind... Ah, komm schon! Das ist wirklich ekelhaft. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby, see if you can boot it up. Okay. Ah ja, hier passiert was. So, was haben wir denn hier? Heimatsu Power Suit. Ein Hochdruck-Powersuit, der unter Garantie Temperaturen von 50 Grad bis minus 75 Grad Celsius standhält, während er an der Innenseite angenehme 40 Grad Celsius aufrechterhält. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Der Anzug wird den Träger automatisch vor Druck schützen und die normalen Atü, ich weiß nicht, was das für eine Einheit ist, bis zu einer Tiefe von 5000 Metern aufrechterhalten. Der eingebaute Controller behält den physischen Zustand des Trägers im Auge und kann Schock, Hyperventilation und Dehydration minimieren. Benutzung. Aha, ja gut, wir haben das ja alles eigentlich schon mal... Blöd, falsche Taste. So, jetzt aber. Back. Wir wollen... Ach, welches war's denn nun? A, B, C, D. Ja, doch. A, B, C, D. Not exactly grade A material. Don't write it all just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body. Ja, ohne Kopf. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The wow won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here, if that's okay. I'll be back. Catherine bleibt hier am Computer und wir müssen diese Dinge suchen. Das ist hervorragend. Remote Control? Nee. Okay. Also mit diesen Stühlen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Da gehe ich nicht nochmal hin. In Ordnung. Was war es? Cortex Chip, Battery Pack und Structure Gel. Was haben wir hier? Nichts. Toll. Gut, dann schauen wir doch mal. Vielleicht ist ja ausnahmsweise mal kein
Antipart hier und wir können einfach mal die Sachen shoppen. Das sieht ja niedlich aus da unten. Don't forget, we need a Cortex Chip, Structure Gel and a Power Pack to get the suit. Was habe ich denn gerade gesagt? Aber schön, dass wir uns ausnahmsweise mal wieder unterhalten. Ich fühle mich besser. Und hier ist plötzlich Licht an. Ah ja, North Hall. Ich dachte, hier wäre Licht an. Storage. So, Battery Pack, Cortex Chip oder Structure Gel zufällig hier eingelagert. Hallo? Nein. 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 Na gut. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Wir gehen da rein, wo das Blut hinführt. Das ist... Ach so, da kommen wir eh her. Hm. Ja, dann gehen wir doch dahin, wo das Blut... Also bitte jetzt! Was war das denn? Das ist wirklich widerlich. Schön, dass hier überall so... Bäh. Biohazard-Symbole abgebildet sind. Da ging es eh nicht weiter. Wir gehen also wieder runter. Schauen mal, was sich hier so tut. Dispatch. Containment Dive Room Robot Repair Bay. Da gibt es doch bestimmt irgendwas von den Sachen, die wir brauchen. Ich sehe es kommen. Und ein Speicherpunkt wäre mehr als schön jetzt. Ah ja, genau. Da vorne geht's weiter. Wo geht's da? Ach, ins Containment F. Facebook. Genau, so war's. Aha. Contain... Was ist das für ein... Aha. Was macht er hier? Was auch immer hier gerade passiert. Ich hoffe... Okay. Was muss ich hier machen? Wie geht denn das? Achso. Hä? Falsche Taste, Entschuldigung. So, nochmal. Was ist denn das jetzt hier für ein Puzzle? Was will ich denn überhaupt erreichen? Oh. Hier drauf klicke. Ah ja. Ah ja. Aufhören. Ich muss hier was arbeiten. So, nochmal. Oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Was will denn hier eigentlich? Probieren das jetzt nochmal. Ich guck. Ja, doch. Also, jetzt sofort aufhören mit dem Blödsinn. Na, hier lang, hier lang. Oh, danke schön. Hier lang, hier lang. Hier lang. Nee. Okay. Was will ich überhaupt erreichen? Also ich probiere das jetzt nochmal, aber ich habe hier echt so meine Schwierigkeiten zu begreifen, was hier los ist. Ah. So, so. Hä? Totaler Quatsch. Also, falls einer eine Ahnung hat, wie dieses Puzzle funktioniert, dann bitte raus. Was soll denn das? Nee. Also. Okay, Augenblick mal. Muss ich sie alle aufdecken, oder was? Ist ja gut jetzt. Hm.
Okay. Wahrscheinlich muss ich alle aufdecken. Das würde heißen, dann so, dann so, dann so, dann so, so, so und so. Tada! Yay, Strom!